Hola amigos und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Zocken am Abend. Ne? Ja, gut, heute schauen wir uns mal das Sega Master System an, nachdem sie ja irgendwie die Leute so ein bisschen beschwert haben, dass es so Nintendo-lastig ist. Ja, wir gucken uns heute jetzt mal nicht Alex Kidd an. Sega Master System 2, ich hoffe, dass ich es hinkriege, dass das an diesem modernen Arschloch-Fernseher läuft. Das ist jetzt Alex Kidd The Lost Stars. Schauen wir uns heute nicht an. Aber es sind ja auch bloß zwei Spiele für Sega Master System. Sonic the Hedgehog 2 gab es irgendwie auf jedem Sega. Auf jedem, also egal welche Sega-Konsole ich habe. Ich habe Sonic 2. Aber was wir uns jetzt nochmal hier angucken ist El Guerrero. Sega Master System 2. Leider habe ich Sega Master System 1 nicht, aber ist ja egal. Ja, da gucken wir uns jetzt Build-In-Game Alex Kidd Miracle World an. Soweit ich weiß, war bei dem normalen Sega Master System 1 so ein, ich glaube, da war so eine Schnecke dabei, oder? Als Build-In-System, Build-In-Game. Weiß ich gar nicht mehr, mein Cousin hat es auf jeden Fall gehabt. Aber, ja. Nostalgie vom Allerfeinsten. Bevor jetzt irgendwelche Leute meinen, ich habe das jetzt irgendwie nur so showmäßig. Ich muss das hier auspacken. Es existiert. Super cool, ne? Und vor allem der Controller, halt wie beim NES. Einfach zwei Knöpfe. Aber es gab hier noch hoch rechts und hoch links und so weiter. Also es war jetzt nicht so eintönig, bloß hoch, hoch, runter, links, rechts. War schon cool. Also gucken wir jetzt mal rein. Ich hoffe, dass ich es zum Laufen kriege. Leider habe ich jetzt, läuft halt jetzt leider bloß über Antenne, ne? Aber mei. Ich habe jetzt noch eine zweite GoPro da. Ich nehme es halt so auf und dann schauen wir mal, wie die Qualität ist, ne? Bis dann. Es beginnt. Oh, es ist cool von Nostalgie und so weiter. Ich weiß noch, es war richtig unendlich schwer noch, ne? Weil wenn du gegen den anderen Freak Steinschere Papier spielen musst, ich weiß jetzt nicht, was da richtig ist, ne? Aber das Geld brauchen wir dann, um Sachen zu kaufen. Gibt es eine Welt, da kannst du einen Helikopter kaufen. Ich glaube, das ist nicht jedes Mal, ne? Jetzt bin ich da oben. Ich glaube, aus dem Fragezeichen ging, kommt ein Geist raus, der einen dann verfolgt. Ich weiß es noch genau. Da müssen wir schnell hier gucken. Ich glaube, die Kamera sitzt jetzt. Genau. So. Und das Tolle ist, man weiß halt einfach, ach nee, aus dem Totenkopf kommt der Geist raus. Ach ja, Geld ist nicht alles auf diese. Ah, da kommt der Geist doch. Alter, komm her. Na, da hab ich Angst. Aber ich weiß noch, das mit dem Steinschere Papier, was dann noch am Start ist, das hat mein Cousin voll gut drauf gehabt. Wenn wir es mal gezockt haben, ne? Weil der ja noch das Original Sega Master System gehabt. Ich habe ja bis das Sega Master System 2, ich der. Hä? Naja, dann halt nicht. Ich
Die ist weg. Ja, da kommt jetzt nämlich gleich dieser abgefuckte Oktopus irgendwo. Ja, weißt du, wenn das Spiel einfach halt unendlich viele Jahre und die scheiß Luftblasen erwischt, ich glaube, ich kann gleich von vorne anfangen, ne? Und das Schöne ist, Alex Kidd, ich spiele zurzeit auf dem 3DS Project X Zone 2. Bei irgendeiner Special-Attacke ist der ja echt mit dabei, ne? Das finde ich cool. Ja, komm, fick dich jetzt einfach. Kann jetzt nicht hier ewig. Ich glaube, das muss ich vielleicht ein wenig zusammenschneiden oder so. Also ich habe auf jeden Fall schon mal einen Speedrun dazu gesehen. Also übelst krasser Shit, was der da in der letzten Welt macht, ne? Keine Ahnung, woher der weiß, wo er hinhupfen muss, aber der macht es schon ganz gut. Aber liebe Grüße an Osto, ne? Falls er zuguckt, der mich damals eigentlich auch sammeln gebracht hat. Ich hoffe, dir geht's gut. Und nochmal an David Schiering, falls du auch mit zuguckst. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Das ist leider nichts mehr von dir gehört. Finde ich zwar schade. Aber vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Finde ich auf jeden Fall ganz schön. Mal so eine, irgendwie so eine Revival-Party oder sowas. Boah, echt, ne? Stimmt, der Makaka-Oktopus. Hier, da gibt es einen Shop, da kann man irgendwas kaufen, ne? Das Moped da hat auf jeden Fall mein Cousin immer gekauft. Hallo? Ah, jetzt. Ja, fuck. Das ist halt so wie halt, wenn man halt einfach nichts kann, ne? Geh so weg. Ja, jetzt kommt der erste Steinschere Papiermann, ne? Dann gleich. Ich möchte, wenn das halt immer dieses mal einfach nichts kann, ne? Wenn man halt einfach echt nichts kann, ne? Also ich finde, also auch wenn immer alle sagen, das Bild schaut so scheiße aus von so Oldschool-Dingen auf so einem Flachbildschirm. Irgendwie gar nicht mal so schlecht. Wenn ich ehrlich bin. Also. Der Froschler, ne? Das gibt's ja gar nicht, ne? Echt, das. Vielleicht fange ich dann auch einfach mit dem Video jetzt an. Dass ich einfach bis jetzt alles rausschneide, weil das ist ja eh nichts, ne? Es langweilt mir sowieso schon, dass ich das jetzt gerade über zwei GoPros aufnehmen muss. Weißt du, das war meine scheiß TV-Karte für den PC halt einfach USB hat. Und ich halt schon wieder ein Leben verliere. Und die USB-TV-Karte halt leider. Nicht so wie meine alte TV-Karte, die ich über PC Express hatte. Auch mit Frequenzen zurechtkommen ist. Da kann ich jetzt halt bloß SCART anschließen. Ne? Wobei das eigentlich auch nur dafür gebaut worden ist, dass man seine alten Videosachen nicht wegschmeißen muss, sondern halt aufnehmen kann. Voxio Win on CD heißt das ganze Ding. Ja.
wieder weiter schwimmen bei dir. Ey, ich sag mal, langweilt mich das jetzt hier gerade. Ja, mein Cousin hat auf jeden Fall noch so ein Spiel gehabt, ne? Das war irgendwie so ein Ninjas oder sowas. Das war auch ganz cool. Und Batman, das haben wir sowieso gesucht, ne? Also so übelst schwer, glaube ich. Schaut gar nicht mal so cool aus, Kumpel, ne? Ich hoffe, dass es, wenn ich es mit der zweiten GoPro dann reinzoome, dass es noch einigermaßen gut ausschaut, ne? Puh, das ist immer alles so schwierig, so Sachen aufzunehmen, ne? Ja, Wollo, Alter, hier, gib mal den Scheißen-Tacko her. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen muss. Da kann man echt Gas geben und... Ich hab bloß in die roten Kugeln nicht rein, ne? Der Rest ist dem Moped hier wegen relativ egal. Ja, jetzt kommt gleich der erste Steinschere-Papier-Man. Genau, da ist er. Mega-Faust heißt er, glaube ich. Nee, Stonehead. Ja, und ich weiß nicht, was man da am besten nimmt, ne? Vielleicht nimmt ihr auch mal genau das Ding da, Hauptsache er gewinnt, ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe keinen Hinweis, wie du da gewinnen kannst. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, er nimmt jetzt wirklich wieder Schere. Vielleicht läuft es ja nach dem Ding, dass man sich das einfach alles merken muss. Ich weiß es ja nicht. Wenn er jetzt wieder Schere nimmt, dann nehme ich Stein. Und dann nimmt er Papier, dann nehme ich Schere. Da gibt es da irgendeinen Hinweis im Hintergrund oder das habe ich nicht kapiert. Dann nimmt der jetzt an, ich nehme Schere, nehme ich jetzt Stein. Nimmt der auch Stein, ne? Dann wird der annehmen, ich nehme jetzt Papier, nimmt der Schere, nehme ich jetzt wieder Stein. Schätze ich mal, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ja, freilich nicht, ne? Ich will halt wenigstens einmal ins nächste Level oder sowas kommen, ne? Boah, ich jump jetzt hier einfach durch, ne? Ja, vor allem in dem Speedrun habe ich gesehen, also der fetzt da einfach durch, ne? So nach dem Motto, oh ja, komm, go and fuck yourself, ne? Ich weiß alles. Und ich mache jetzt einfach platt, ne? Wo ich gedacht habe, Alter, was stimmt mit dir eigentlich nicht, ne? Dann ist halt noch so echt so dermaßen oldschool, dass du nicht mehr siehst, wie viel Leben du noch hast oder sonst irgendwas, ne? Du spielst einfach hier echt so auf gut Glück, ne? Oh, ne. Aber ich frage mich echt, woher weiß man das, was der nimmt, ne? Das ist einfach so, also anscheinend nimmt er am Anfang... Ups. Schere. Oder was hat er jetzt genommen? Jetzt habe ich es vergessen. Fuck. Hau ab. Kann ich nicht leiden, Alter.
Ja, das ist eigentlich ganz schnell gespielt, das Spiel, ne? Oho, 290. Warte mal, der heißt Stonehead, ne? Vielleicht hat das was mit dem Namen zu tun. Stonehead, dann nimmt er am Anfang, der nimmt Stein, oder? Dann nehme ich jetzt Papier. Na, aber der, ich habe ja vorhin am Anfang Papier genommen. Da hat er eine Schere genommen. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann breche ich ab. Bringt ja nichts. Dann hat er ja Papier genommen, ne? Also läuft es echt nach dem Motto, ich spiele das Spiel unendlich lange durch, um mir das alles zu merken, wer was nimmt. Lecken fett, ne? Also Respekt an alle, die es durchgezogen haben. Also ich glaube, ich und mein Cousin haben das Spiel noch nie durchgespielt. Deswegen war ich sehr fasziniert über diesen Speedrun, den ich mal gesehen habe. Also, beim irgendwo hinten in der Castle oder was, das muss ja dann richtig übelst abgehen. Wo du wissen musst, wo du hinspringen und so weiter. Verpiss dich, halt doch du einfach dein Maul. Halt dein Maul, habe ich gesagt. Also wir sind mal so weit gekommen, dass wir irgendwie einen Helikopter haben kaufen können. Das weiß ich ja auch noch. Aber ansonsten. Echt null Plano, ne? Echt. Das ist ja faszinierend für diesen Speedrun. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein Mensch einfach so durchspielen kann, so ein Spiel. Und dann hatten wir noch so ein DuckTales-Spiel, das weiß ich auch noch. Da musste man am Anfang so einen King Kong besiegen, so einen Affen. Das war auch richtig cool. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das heißt. Das muss ich mir echt mal alles wieder zulegen. Ne? Wieder dieser Affenkopf. Alter, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ja, hier. Ah, das ist im Intro manchmal dabei, ne? Ach komm. Achso, die blauen Kugeln kann ich kaputt machen. Ach, jetzt hat er, ne? Wenn es einen länger dauert, schnappt der ins Snickers, ne? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es vorhin rausgeschnitten habe oder nicht, aber nochmal liebe Grüße an alle G37 Spieler von damals. David Schiering. Achso, ich habe gedacht, ich muss da drauf hüpfen, damit ich dann rüberkomme, okay. Okay, ne? Siehst du, das ist das bei diesen ganzen Oldschool Games, ne? Da gibt es halt immer wieder irgendwelche Überraschungen. Ja, geh halt weg, ich kann dich nicht leiden, Mann. Jetzt hier schon wieder so Flugsaurierkopter, Arschkapfen, Bananengesicht, ne? Super Sache, ne? Das ist ja richtig cool eigentlich, ne? Oh, was gibt's denn bei dir? A Prince from the Country of Radaxian.
jetzt wissen wir Bescheid, ne? Aber bin ich froh, ne? Das ist jetzt. Aha, okay. Tja, verkackt, ne? Aber so richtig. Vor allem damals zu meiner Zeit, wo man alles noch auf Videokassetten irgendwie aufgenommen hat, um es dann irgendwie online zu stellen. Das waren noch Zeiten, du. Ja, ist aber eigentlich recht schnell das Spiel, ne? Es ist halt bloß schwierig bei manchen Sachen, ne? Kann ich jetzt hier kaufen? Den Helikopter? Was ist denn das in der Mitte? Scheiße, wenn man keine Bedienungsanleitung hat, ne? Kann ich in der Mitte trotzdem kaufen, oder? Ich habe genug Schlafang gehabt. Schauen wir mal, was das war. Sag mal, jetzt bin ich einmal irgendwo gegengestoßen, dann verliere ich meinen scheiß fucking Helikopter, ne? Und jetzt komme ich wahrscheinlich zum... Warte mal, der andere ist Stonehead. Und der Stonehead hat am Anfang... Was hat er jetzt nochmal eingesetzt gehabt? Schere. Jetzt sagen wir mal, der nächste, was kommt, ist der Scissorhead oder was? Dann wird der am Anfang... Ich muss jetzt mal schnell überlegen, hau ab, du komischer Affengeist hier. Der Stone hat am Anfang Schere eingesetzt. Also wenn die immer das Gegenteilige zuerst einsetzen. Stone hat Schere eingesetzt. Die man vernichtet wird. Stein und er setzt Schere ein, weil er denkt, ich setze Stein ein. Alter, was ist denn das? Jetzt habe ich gedacht, nochmal so Stein, Schere, Papier mehr hinkommt. Okay. Genau, ich glaube, hier waren wir auch schon mal, ne? Ich meine, ich finde es voll lustig, dass der hier so mit so einer Faust immer alles so diese Riesenfaust bildet, ne? Alter, jetzt wird es richtig spannend, ne? Vielleicht spielen wir das heute echt zum ersten Mal in meinem Leben durch, ne? Ich glaube es zwar nicht. Und das ist eine so komische Kugel, aber... Nee. Also man stirbt eigentlich so, eigentlich halt so bei jedem Scheiß, aber eigentlich auch nicht, ne? Puh, Glück gehabt, Alter, das wäre echt, der bringt um, ne? Weil wie man halt eigentlich so zum Sega vom See. Oh, da ist halt dieses komische Wesen. Viech, das einen verfolgt und ist einfach dumm. Ne? Ja, mei, jetzt müssen wir da bitte nicht draufhauen. Ne? Ja, man, ein Leben, ne? Das wäre nicht so genau wie viel Leben. Ah, dieses Ding da unten darf auf jeden Fall auch nicht draufsteigen. Ne? Das weiß ich noch. Ganz schlechte Idee. Jans dünnes Eis, du. Jans dünnes Eis. Ah. So ein Dingsbums. Ich frage mich, wie man das einfach so, wenn man das so als Cartridge hat. Ne? Ah, jetzt kommt er. Scissorhead. Wenn man der erste war Stonehead, der zum ersten Schere eingesetzt, dann wird er. Einsetzen, oder?
schwer, setzt der erste ein. Dann setzt der jetzt. Der müsste Stein einsetzen, also müsste mit Papier zurechtkommen, ne? Schätze ich mal, ich weiß nicht. Dann wird der annehmen, ich setze jetzt Schere ein. Bleibe ich bei Papier, weil der wird bestimmt Stein einsetzen. Ne? Genau. Dann sollte der eigentlich jetzt nochmal Stein einsetzen, meiner Meinung nach. Ja, genau. Aber der wird jetzt annehmen, dass ich Papier nehme, weil er Stein einsetzt, also wird er Schere nehmen, ne? Mist, nee. Also er setzt auf jeden Fall immer Stein ein, immer setzt er Stein ein. Außer also wahrscheinlich jetzt, jetzt kommt Schere, ne? Also das ist jetzt. Dann wird er jetzt nochmal Stein einsetzen, ne? Beach, please, ne? Das gibt's nicht, echt. Das gibt's nicht. Warte mal, das erste Mal war es ein Draw, jetzt müsst ihr zurückspulen können, ne? Scheiße. Warte mal, was hat jetzt zuerst eingesetzt? Stein? Der Papier eingesetzt, ne? Schere. Der hat jetzt Stein eingesetzt, oder? Fuck, Alter, ich weiß das nicht. Ja, genau, weißt du, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich fällt da keine Logik. Ich will wieder Schere einsetzen, ne? Keine Ahnung, ne? Nee. Dann wird der Schere gegen mein Papier einsetzen, ich schwör's mal. Und jetzt kommt mein Stein. Schere, Stein, Papier. Boah, Alter, geil, Omar. Der kann sich ducken. Oh, es gibt's nie was zu kaufen. Kann alles kaufen. Ja, soweit war ich mit meinem Croissant auch schon mal. Ja, und das ist, glaube ich, das Level, wo wir nie wieder weiterkommen sind, ne? Das tut vielleicht so weh, ne? Das Schwierige ist gar nicht das Spiel, sondern es ist bei dir da oben kaputt. Ist der irgendwie dumm da oben? Sitzt da ein Baum und schmeißt mir irgendwie Äpfel oder was? Das Schwierige ist eigentlich die Steuerung, weil du weißt immer nicht, wie weit springt denn der Typ. Vor allem jetzt. Hey. Sie sind da rüberkommen.
Hä? Komm, halt doch einfach du dein Maul da oben, Alter. Du regst mir jetzt schon wieder auf. Das Fragezeichen in der Mitte ist wahrscheinlich so ein scheiß Geist, ne? Ja, genau. Eh klar, ne? Go and fuck yourself, hat er gesagt. Wow, fucking Bullshit, ne? Ja, ich würde mal sagen, schön war's, ne? Also. Alex Kid geht's auf jeden Fall auch noch nicht. Aber ich habe jetzt nicht noch viertes oder zehntes oder achtes Mal Bock, das irgendwie. Leck mich im Arsch, ne? Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Das nächste Mal schauen wir uns vielleicht Alex Kid The Lost Stars an, aber ich glaube, das hat mir jetzt gar nicht so gefallen. Schauen wir mal gucken, ne? Vielleicht macht es ja doch irgendwie Spaß, weil die alten Bedienungsanleitungen, die sind alle so geil, ey, ne? Ja, vor allem hinten, so also Scorebook, ne? Ewig dein Highscore aufschreiben. Mit Datum und so weiter. Ja, also ich würde mal sagen, schön war's. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch nochmal liebe Grüße an BoFlo.